Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde heute mal über das Thema das Internet reden. Und zwar, ich habe mir so ein paar Sachen zurechtgefunden, über die ich gerne reden möchte. Und vielleicht irgendwen ein bisschen mehr, in die Richtung hinlenken, wo man sagen kann, okay, der ist vielleicht ein bisschen sicherer im Internet, okay? Fange ich jetzt einfach mal direkt an. Und zwar das generelle Internet und das generelle Auffassen von unseren Daten, was immer wieder passiert. Und zwar, jetzt ist ja das neue Thema eigentlich angekommen, wo Cookies überall akzeptiert werden müssen. Und wenn man sie nicht akzeptiert, dann ist man einfach, man ist einfach nicht akzeptiert und man darf zum Beispiel nicht alle Inhalte sehen. Ja? Das heißt, wenn ihr auf eine Webseite geht und ihr seht, Cookies erlauben und so, ja, dann erlaubt ihr Cookies zum Beispiel und derjenige, der Website-Betreiber, weiß genau, worauf du klickst, was dich interessiert und was deine Interessen sind. Ja? Okay, das ist mal das Erste, was schon mal ziemlich heftig ist, weil egal, was du machst, es wird verfolgt. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf Amazon bist oder so, ja, und du schaust dir ein Produkt an, du interessierst dich irgendwie für das Produkt, aber du weißt noch nicht ganz genau, ob du das irgendwie kaufen möchtest, ja, dann siehst du das Produkt, du scrollst mal durch die ganzen Kommentare und hin und her und dann gehst du irgendwie wieder weg, weil du sagst, ah, ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung, ja. Ich schwöre dir, das nächste Mal, wenn du in Amazon reingehst, wirst du dieses Produkt als erstes Produkt sehen. Weil du darauf geklickt hast und dich dafür interessiert hast. Und das ist genau das, was passiert. Sie nehmen eigentlich mehr oder weniger unsere Daten. Ja? Was eigentlich zu Forschungszwecken genutzt werden, was auch immer die Forschungszwecke oder wofür die Forschungszwecke auch immer sind. Das Ding ist, eigentlich, dein Handy ist mehr oder weniger eigentlich für dich privat, oder nicht? Ja? Das heißt, egal wo du herumsurfst oder was weiß ich, es wird eigentlich immer geschaut, was du interessant findest und nicht. Das ist mal schon mal das Erste, was mir irgendwie langsam schon ein bisschen komisch vorkommt. Ja? Das Zweite ist, dass, ich meine, ich will nicht darüber lästern oder was weiß ich, ja? Aber ich glaube, also in der letzten Zeit finde ich, dass Werbung auf YouTube, auf vielen anderen Plattformen einfach wirklich viel wird. Ne? Ich meine, man wird regelrecht mit Werbung bombardiert. Also beim Fernsehen hat man seine 6-7 Minuten zum Beispiel gehabt früher. Ne? Jetzt hat man halt nur die 5 Sekunden und die haltet man dann aus und dann geht man weg. Ja, zum Beispiel auf YouTube oder so. Ja? Das Ding ist halt, ne? Es wird so viel Werbung für so viele Produkte gemacht, ja, dass man sich intern schon irgendwie so eine Affirmation irgendwie so intern bekommt. Das heißt, das Produkt zum Beispiel Wix, Wix.com. Ja. Und zwar, es gibt sehr viele Leute, ja, da draußen, die was eine Webseite erstellen möchten, ja, aber nicht wissen, welche Seite sie nutzen möchten und hin und her, ja. Und bei denen wird das als erstes aufkommen, ja? Weil sie nach dem gegoogelt haben. Wie kann ich eine Webseite erstellen? Mit welcher Seite kann ich eine Webseite erstellen? Und schnell und leicht und was weiß ich. Ja? Und wenn du das in Google eingibst, wirst du das nächste Mal, wenn du auf YouTube gehst oder auf irgendeine andere Plattform gehst, wirst du so eine Werbung von Wix oder von anderen Seitenerstellungsplattformen bekommen. Ja? 100%. Das ist immer so. Und das wird immer so sein. Ne? Das ist das Problem dabei. Weil alle Daten genommen werden. Alle Daten, die du eingibst, werden einfach genommen und einfach wieder in Werbung reingepackt, weil es für alle Sachen Werbung gibt. Und zum Beispiel auch wieder das jetzt, weil wieder die Hustensaison ist. Ja? Jetzt gibt es wieder irgendwie, was war die Werbung, was ich heute gerade gehört habe? Prosban, perfekt. Oder Bronchostop, perfekt. Das sind die zwei Dinger, die was immer promotet werden oder für die halt Werbung gemacht wird. Ja? Und das Erste, was ich halt sehe, wenn ich Hustensaft eingebe, ist halt eine Anzeige und die ist von Prosban und von Bronchostop. Ja? Es ist egal, es ist wirklich überall so. Ja? Und das halt, du gibst was ein und es kommt direkt irgendwas raus, das was Werbung ist. Ja? Und ja, das ist halt auch so wirklich sehr, sehr störend, eigentlich mehr oder weniger, weil sie direkt eigentlich Daten auffassen. Ne? Und das Ding ist halt, weil eine Information bei dir erstellt wird im Gehirn, ja? Das heißt, wenn du immer wieder hörst, ja, Prosban ist so super, Prosban ist so super, Prosban ist so super, du bekommst dann irgendwann Husten, woran denkst du? Hm? Woran denkst du? Das ist so.
das ist wirklich so, man wird eigentlich mehr oder weniger hypnotisiert durch die Werbung. Ja. Und man nimmt das wie so eine Affirmation quasi in so einem Bewusstsein auf, und das ist halt irgendwie genau dann in dem Punkt, wo es abgegriffen werden soll, wird es abgegriffen und man kauft genau dieses Produkt dann. Und dann haben die Hersteller natürlich wieder ein extremes Plus. Ja. Das Ding ist halt, natürlich ist es für die Gesundheit, ist eh klar, ist auch gut für die Gesundheit, alles gut, ich habe es auch oft genutzt, also ich beschwere mich nicht, aber die andauernde Werbung für Hustensaft und für Sachen, die was mit Krankheit zu tun haben, sind jetzt nicht unbedingt perfekt, wenn man gerade mit dem Auto fährt oder so, ja, und man hört, ja, hey, also, wenn du Husten hast, ne, dann nimm ich mal Bronchstopper, Alter, ja. So, ist der so, warum? So, ist der, warum? Warum muss man genau für das dann unbedingt eine Werbung machen, ne? Weil du bist ja nicht krank. Du bist ja nicht krank. Warum soll ich darüber jetzt Werbung bekommen, ja? Nur, dass das darunter reinläuft. Damit du dann im Endeffekt, wenn du es wirklich brauchst, dann denkst du genau an das. Ne? Und das ist halt immer das Problem, auf jeden Fall. Und ja, es wird ziemlich viel kontrolliert und ziemlich viel ins Unterbewusstsein eingeflößt. Wie auch das derzeitige Thema, worüber ich nicht sprechen möchte. Weil das ist, glaube ich, derzeit das Schlimmste. Also ich will gar nicht mehr drüber nachschauen und es interessiert mich derzeit auch nicht, außer es kommen neue Regeln, ja. Alles gut, wenn neue Regeln kommen, ich halte die ein, alles cool, aber es ist wirklich nicht lustig. Auf jeden Fall, ich will da gar nicht in das Detail gehen. Das nächste Thema ist über Internet oder über das eher mehr oder weniger nicht unbedingt legale Internet, wovon ich auch schon mal geredet habe, und zwar das Darknet. Ja? Ich kann nur an jeden, der was irgendwie da draußen ist, sagen, hey, geh nicht ins Darknet. Geh nicht. Ich meine, ich war nicht und ich will auch nicht, weil ich zu viele Geschichten davon gehört habe und auch da nicht irgendwie mitspielen möchte. Der Grund, warum man da nicht reinkommen oder reingehen soll, ist der, dass sehr, sehr viele Leute auf dieser Plattform dauerhaft online sind. Das heißt, diese Leute arbeiten da in der Plattform. Und wenn du jetzt als neuer Benutzer dich anmeldest, ja, auf dem Browser, wie auch immer das jetzt genannt wird, ja, wenn du dich da anmeldest und da reinkommst, ja, dann passiert da schon was im Hintergrund. Das heißt, egal, du kommst gerade rein und die wissen alles von dir. Alles. Es ist wirklich so, ohne Scheiß. Also wie viele Geschichten ich schon gehört habe, dass einer reingegangen ist und irgend so ein anderer Dude schreibt ihn direkt an, so, yo, hey, da da da, bla bla, und wenn derjenige blöd kommt, also derjenige neue Benutzer blöd gegenüber dem anderen Chat-Typen kommt, ne, dann sagt er, ja hey, ne, ich weiß, wo du wohnst, du weißt, und ich gebe dir jetzt gerade deine IP-Adresse, das ist deine IP-Adresse, du hast dir irgendwie probiert, sicher zu sein, ja, aber das funktioniert nicht, weil ich habe deine IP-Adresse, die kannst du gerne in Google Maps eingeben, das ist genau dein Haus und ich weiß auch, wie du heißt, ich weiß, wie deine Mama heißt, wie dein Papa heißt, ich weiß, wie deine Schwester heißt, ich weiß, wie dein Opa heißt, ich weiß alles über dich, ja? Und ich weiß auch, wo du gerne hinfährst, was du genau gerade machst, ja? Ich weiß genau, was du tust. Also, sozusagen, sei still. Mach sowas nicht und probier sowas nicht. Das ist das Schlimmste, was du eigentlich tun kannst, weil du gibst eigentlich dein ganzes Leben weg. Sobald du irgendwie ein falsches Wort sagst, ist irgendwer da. Aber nicht die gute Seite von Mensch da, sondern irgendwer anders da. Ja? Deswegen ein bisschen aufpassen. Deswegen, ich würde halt mal nicht ins Darknet reingehen. Ja? Einfach nur mal so ein kleiner Vorschlag. Ja? Ich habe auch nichts gegen Leute, die irgendwie im Darknet sich rumtreiben oder so. Ihr könnt machen, was ihr wollt, ehrlich, ja. Lasst mich in Ruhe, alles cool, aber ich habe einfach derzeit wirklich so auf sowas eigentlich gar keine Lust, deswegen fertig, ja. Man muss aber nicht nur hier aufpassen, sondern auch bei vielen anderen Betreibern oder Verkäufern, ja. Ich war jetzt zum Beispiel letztens auf einer Seite und ich und mein Freund haben uns so ein bisschen drüber lustig gemacht, ja. Aber es ist halt wirklich eine Seite, wo ich mir denke, so, nee. Einfach nee. Ich werde die Seite nicht erwähnen und ich erzähle euch mein kleines Erlebnis ganz kurz. Und zwar,
die Seite heißt Punkt, 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 ja, ist egal. Und die hat irgendwie Konsolen verkauft, bevor die Konsolen irgendwie überhaupt verkäuflich gewesen wären. Zum Beispiel die PS5. Ja. PS5 ist rausgekommen oder beziehungsweise war noch nicht draußen und die Leute haben schon eine PS5 verkauft. Und ich so, sie ist noch nicht da, aber die ist. Wird verkauft, okay, alles klar, ne? Und dann sehe ich so die Kommentare zu dem Ganzen und dann denke ich mir so, okay, das ist auf jeden Fall kein Mensch, der was das geschrieben hat, gefühlt, ja? Könnte ein Affe gewesen sein, aber egal, ne? Alles klar, ne? Wirklich, ohne Scheiß. Also ganz, 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 ganz schlimm, ne? Wo man sich schon wirklich denkt, okay, nee, das ist der Betreiber der Webseite gewesen, der was einfach die Kommentare geschrieben hat, ja? Damit er halt irgendwie ein gutes Rating vortäuschen kann, ne? Wo man dann auch eben aufpassen muss. Wenn du auf eine Verkaufsseite kommst, wo du gerne irgendein Produkt kaufen würdest, was auch immer das ist, ist komplett egal. Ja? Schau auf das Impressum und schau, ob es da überhaupt eine UID-Nummer gibt. Wenn es keine UID-Nummer gibt und du keine UID-Nummer findest, dann gibt es diesen Shop nicht. Fertig. Es gibt diesen Shop dann einfach nicht. Ja? Meine Mama ist Buchhalterin und sie kennt sich gut damit aus, ja, ganz ehrlich, ja, deswegen passt auf, weil das ist wirklich ein fettes Problem. Wenn es eine UID-Nummer gibt, dann gibt es sicher eine Webseite, weiß ich jetzt gerade selber nicht, ja, die das Ganze untersuchen kann, ob das wirklich eine valide, also eine korrekte UID-Nummer ist, die was es wirklich gibt. Also ganz ehrlich, echt aufpassen bei Verkaufsseiten und bei Leuten, die was ihr nicht unbedingt kennt, egal ob die Seite sicher ist oder nicht. Aufpassen. Ja? Deswegen lieber auf Amazon oder so bestellen, auf den wirklich validen Seiten, wo sowieso generell alles normal verkauft wird und derzeit in der ganzen Zeit sowieso irgendwie am meisten verkauft wird. Ja? Auf jeden Fall. Ja, gut, ne? Und ja, ich meine, das Ding ist, ich hoffe, man konnte irgendwas davon mitnehmen. Vielleicht kann man irgendwie ein bisschen mehr drüber nachdenken, was man so im Internet macht und so. Und meine Vorschläge vielleicht irgendwie so ein bisschen einhalten. Ich hoffe, ja. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann lasst einen Like da und abonniert meinen Kanal. Bitte, wir müssen es zu 100 Abonnenten schaffen. Ich hoffe, wir schaffen es bald, ja. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.